Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Lange, 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 lange ist das her. Und soll ich aber sagen, auch wieder mit Cap. Hallo. Hallo. Oh Gott. Unglaublich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Wochen nicht aufgenommen. Lag flach. Ganz gewaltig flach lag ich. Ich habe immer noch ein bisschen mit Husten zu kämpfen. Beziehungsweise, ne, jetzt, ja, dass der ganze Rotz raus muss. Ich hoffe, es funktioniert alles wieder. Ich hatte jetzt hier 2 Updates bei OBS. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehmen kann. Wird sich zeigen, ich habe mir in. Warte mal. Fenchel-Anis-Kümmel-Tee gemacht. Gott sei Dank schmeckt man den Kümmel nicht. Wir gucken einfach. Aber ich musste unbedingt WoW wieder aufnehmen. Ich wollte es eigentlich gestern Abend noch machen, aber ich habe mich tatsächlich mit einigen Leuten verquatscht. Weil ich so lange im Discord ja nicht mehr online war. Und ja. Da ging das erstmal vor. Also erstmal so ein bisschen die Neuigkeit. Das war schon gut. Bei mir gab es nicht viel Neues. Aber dennoch. Also. Ja, okay. Das ist das. Ich weiß gar nicht. Hatte ich vor zu leveln? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wo kriege ich denn das Fläschchen Öl nochmal her? Von Erntemonstern. Ach, sind das... Warte mal. Sind das die ganz normalen? Ah ne, das waren ja Erntebehüter. Wo sind denn die Erntemonster? Ich weiß es tatsächlich nicht. Erntemonster. Ich kann auch gleich einmal... Bewahre der Flammen da. Okay, doch, das scheinen die ganz normalen Viecher zu sein. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Taschentücher? Also Schnupfen habe ich eigentlich erst seit... Also was heißt Schnupfen? Der Rotz wäre jetzt halt... auf anderen Wege raus. Und ja, deswegen bin ich ja auch noch immer mal wieder am Schnupfen. Mach mich aber dabei stumm. Mach ich die Kamera aus. So, da bin ich auch wieder und werde direkt angegriffen. Sehr schön. Welches Level bin ich eigentlich? 16. Wieso hatte ich im Kopf, dass ich 17 bin? Knapp, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Fläschchen Öl. Okay, man kriegt es jetzt hier von den anderen. Das hier habe ich vergessen. Mach ich das kurz? Brauche ich einmal Essen? Rücken. Ja, im Auge. Wir brauchen das. Stimmt, mit Stufe 17 müssen wir auch noch ein bisschen sparen an Geld. Denn ich brauche ja noch Rüstung dann für 17. Äh.
Dann will ich mich auch erst an gewissen Sachen versuchen. Oh, hier. Oh, ich habe vergessen zu reparieren. Na gut, Erntebüter sollten ja nicht so schwierig sein jetzt. Wir schauen einfach mal. Sind da eigentlich noch andere Leute online? 35. Ihr lasst es doch bestimmt auffallen, oder? Okay. Vielleicht auch nicht. Doch, lassen Sie. Das ist sehr gut. Die Kamera wird gerade wieder unscharf. Ich habe was vergessen. Genau das. Die Kamerasteuerung. Schaltet Autofokus aus. Okay, ich bewege mich noch. Muss ich hier leider immer testen. Erntebehüter. So, geht das Ganze etwas fixer. Das lädt immer noch auf. Lasst jetzt noch mal Öl fallen. Ich will nicht so weit weg von dem Ort. Wobei, wie gesagt, wir müssen ja eh leveln. Wie wir ihr das letzte Mal feststellen durften. Das heißt also, ich schadet das nicht. Ich glaube, mit den Erntebehütern kann man immer noch ganz gut leveln. Viele, viele tolle Sachen. Kurzbogen. Ich hätte ja auch irgendwie hätte ich auch gerne einen Jäger ausprobiert. Aber nur gut. Bin auch noch am Überlegen, welches Volk ich in Burning Crusader spielen werde. Weil ich will ja wirklich alles mit jedem Charakter einmal machen. Deswegen, ja. Feindschnitter, Stufe 20. Okay. Ja, dem soll ich wohl nicht in die Quere kommen. Dem Feindschnitter. Stimmt, wir sind beim letzten Mal hier dran geeckt, weil ich hier die Straßenräuber
Die haben uns ja den Pippes versucht. Immer da mal ein. Nee, vom Feinschnitt habe ich Angst. Oh Gott. Nur semi-müde. In dem Fall tatsächlich, ich habe eigentlich so viel geschlafen. In den kompletten letzten Wochen. In den letzten 2 Wochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Haar wächst einfach nicht mehr. Mein Haar hat so einen Wachstumsstillstand erreicht. Da geht's weiter. Wir brauchen noch ein Fläschchen Öl. Die geben echt ein bisschen was an EP, ne? Naja, ich sag mal, wenn wir wenigstens heute Stufe 17 erreichen. Ich meine, Stufe 17 wäre ja schon was. Das wäre so ein kleiner Fortschritt. Das lädt immer noch auf. Musst du aufpassen, dass ich nicht zu viel rede. Ansonsten habe ich am Ende wieder Hustenreiz. Ich hätte mir auch den Tee mit runternehmen sollen. Also die Kanne. Aber nun gut, ich muss ja eh zwischendurch raus mit dem Hund. Vor allem zwischen 12 und 14 Uhr soll auch die Post kommen. Dann kommt endlich mal nach einer Woche. Ja, nicht mehr in der Woche. Nach einer halben Woche endlich mal mein Hustensaft an. Dann werde ich diesen Scheiß vielleicht auch mal wieder los. Weil so langsam nervt es. Weil eigentlich, also heute ist der 7. So eigentlich. So eigentlich wollte ich morgen am 8. wieder streamen. Wobei das wahrscheinlich entweder nur eine reine Farming-Runde in Final wird oder mit Herbert. Bei Schnurrbärte muss ich leider noch warten, weil dafür muss ich lesen. Und das packt das schon mal erstmal richtig ab. Aber ich habe es mir heute so gedacht, dass ich so ein bisschen hier jetzt arbeite. Ja, genau. Und so ein bisschen so ein klitzekleines bisschen am Shop. Da muss ich nämlich noch ein bisschen was machen. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und wir haben das Fläschchen Öl. Da fehlt uns eins. Das ist im Rotkammgebirge, da geht die Story dann weiter. Und die Murlocs. Das ist die Schuppe von Old Murk Eye. Ja, toll. Heißt das schon zu leveln? Ja, wo? Wo und wie? Das ist halt immer so die Frage.
Am besten halt Viecher, die auch so halbwegs doch auf unserem Level sind. Aber das ist hier ja kaum was. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir leveln sollten. Also ich sag ja immer noch, die Erntebehüter sind eigentlich ganz gut. Vielleicht leveln wir auch einfach weiter mit den Erntebehütern. Oder wir töten einfach alles, was kreucht und fleucht. Wobei Stufe 10 bringt jetzt glaube ich nicht mehr so viel. Nö. Aber wir können das, den Loot gebrauchen. Alles für den Loot! Achso. So. Muss da mal ganz kurz was im Discord stumm schalten. Ja, das war ja nervig. Immer ploppen mir so komische Nachrichten auf. Bin zwar immer froh, dass er auch nicht im Stream erscheint, aber naja. Ich find's aber irgendwie witzig. In Final bin ich halt chronisch überlevelt. Bin ich halt irgendwie so chronisch unterlevelt. Warum riecht dieser Tee nach Karotten? Kartoffeln. Schmecken tut er gut, aber riechen tut er nach Kartoffeln. Was eigentlich auch gut ist, aber in der Kombination mit Anis und Kümmel und Fenchel ist das nicht ganz so lecker. Natürlich bleibst du nicht. Okay, gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Viecher, die hier so rumstehen. Was haben die denn da? Der macht mir dann doch etwas Angst. Aber ich muss sagen, so lange dauert es eigentlich gar nicht, wenn ich sehe, wie schnell dieser Balken halt voll ist. Ruht sich doch mit an dieser Erholungsleiste, aber. Das lädt immer noch auf. Oh Gott. Ich muss näher ran. So, Schweinchen sollte ich auch was bringen. Über einen Ort zum Level gäbe es ja sogar. Warte mal. Wir müssen es noch eh reparieren gehen.
Ich habe jetzt gerade eine Idee. Ich glaube, da waren wir beim letzten Mal auch schon. Und ich frage mich gerade, warum wir sie nicht direkt gemacht haben. Wahrscheinlich einfach, weil wir doof fahren. Oh Gott. Hat mir kein 2 von 20, oh Gott. Oh ja. Wir müssen unbedingt hin. Sonst wird das nichts. Jetzt ist nur die Frage, wo der nochmal war. Ich glaube, da hinten. Also hier, nicht da hinten, sondern hier. Also mit Level 17 gehen wir auf jeden Fall wieder in die Stadt. Ich würde zwar eigentlich sagen, neuer Zauber, aber Rüstung ist, glaube ich, dann wichtiger. So, bei irgendwem. Ja. Seid vorsichtig. Sehr schön. Ich kaufe und handle. Schönen Tag auch. Ja, danke gleichfalls. So, wir gehen einfach jetzt nach da hinten. Wo die anderen Leute der Devia sind, also nicht die hier, sondern die, die wir davor besiegen mussten. Denn die sind hier in unserem Level. Genauso wie hier diese Banditen. Die sind etwas drüber. Aber ist ja egal. EP sind EP. Also, scheiße. Hat wieder nicht geklappt. Na gut, muss ich mich ja zwischendrin heilen. Auch in Ordnung. Okay. Hier wollte ich reingucken. Ja. Bleib stehen! So. Hallo, du kleiner Bandit. Ja, er ist ein Bandit. Ja, er ist ein Bandit. Ja, er ist ein Bandit. Oh Gott. Ja, am schlimmsten ist halt dieser ekelhafte Rotz, der da versteckt. So ekelhaft. Ich hasse krank sein. So. Direkt beim Zurückkommen. Aber freundlicher, als wenn wir ihn also von hinten getötet hätten. Mit irgendwas müssen wir uns ja rechtfertigen.
Pass mit Milch. Okay. Ich glaube, die trinken gerne Milch. Ist nur so eine Vermutung. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Ja, das kann jetzt auch ein bisschen dauern. Ich brauche mehr Mana. Ernsthaft, das hat so echt nicht gereicht. Okay. Kein Kommentar. Ich will gar nicht wissen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Gott, ich weiß noch, wo wir gerade mal 320 Mana hatten. Süß. Das waren doch Zeiten. Da war die Welt doch in Ordnung. Gott, wir müssen nur bis 17 kommen. Dann etwas bessere Ausrüstung. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Tatsächlich. Ich bin außer Reichweite. Dafür ist auch gar nicht schlecht, dass wir dann nach da hinten gehen. Weil die lassen ja meistens, nicht immer, aber meistens ganz gut ein paar Sachen fallen. Die wir dann verkaufen können. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich muss näher ran. Hier haben wir. Wir haben ein Gold. Aber nicht lange. Zwei Gold werden wir auf jeden Fall nicht hinkriegen. Auch das ist nur eine Vermutung. Erntegolem. Hi. So. Sind zwar alle Stufe 15. Aber egal. Ich glaube, immer mehr Schaden. Ja. Oh ne. Beide gleich.
Wettlauf gegen die Zeit. Wer schneller ist? Ich habe aber bald bei Bonus versorgt. Da geht er doch. Ich bin außer Reichweite. Okay, ist hier nicht gerade noch jemand lang gegangen? Ja. Ich versuch's jetzt einfach mal. Wahrscheinlich geht das aber einmal komplett in die Hose. Oh ja. Oh ja. Das ist einmal komplett in die Hose gegangen. Wir sehen uns gleich wieder.